Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach die Weihnachtsmasken freezen könnt. Da mich einige Leute danach gefragt haben, wie man denn die Weihnachtsmasken freezen kann. Und ja, wie macht man das denn? Und zwar, als allererstes müsst ihr euch auf jeden Fall mal zu dem Zeitrennen begeben. Wenn es bei euch mit eurem normalen Outfit nicht klappen sollte, dann kann es entweder daran liegen, dass ihr einen Fallschirm aufhabt, oder ihr müsst euch dann ein Standard-Outfit anziehen. Zieht euch am besten das Standard-Outfit an mit dem weißen Unterhemd und der schwarzen kurzen Hose. Dann sollte es eigentlich auch mit dem Duplizieren funktionieren. Und wie gesagt, begibt euch einfach zum Zeitrennen, steigt einfach in irgendein persönliches Fahrzeug ein. Startet dann einmal dieses Zeitrennen und geht dann in die Franklin-Meldung rein. So, seid ihr dann im Story-Modus angekommen, dann müsst ihr das Interaktionsmenü öffnen, sobald ihr könnt. Dann geht ihr in den Regisseur-Modus rein. So ganz normal wie beim normalen Director-Mode-Glitch auch. Die meisten werden es kennen. So, sind wir jetzt im Regisseur-Modus angekommen, im Casting-Trailer. Müssen wir dann einmal auf die Favoriten gehen und dann in die Favoriten dann einmal alles rauslöschen. So, das heißt, unseren geht der Online-Charakter, den Vogel. Wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir alles nochmal neu einfügen. Das heißt, wir fügen einmal unseren Vogel ein. Haben wir das gemacht, dann einmal noch unseren geht der Online-Charakter einmal einfügen. So, geht der Online-Charakter auch in den Favoriten hinzufügen mit Dreieck. Und ja, jetzt könnt ihr mit dem Duplizieren beginnen. In den meisten Fällen dauert es so zwischen 20 und 30 Minuten. Befestigt einfach mit einem Gummiband und ihr müsst dann halt so lange duplizieren, bis sich euer GT-Online-Charakter auf dem Heuballen befindet. So, befindet sich euer GT-Online-Charakter auf dem Heuballen, geht noch einmal nach rechts, so, dann geht ihr nochmal zurück, dann drückt ihr auf Kreis, dann geht ihr auf Akteure und dann geht ihr auf Strandliebhaber und dort sucht ihr irgendwas aus, was, das ist ganz egal. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt erstmal zwei, drei Outfits raussuchen, was eine Weihnachtsmaske drauf hat. Wenn ihr ein Outfit gefunden habt, das dann einfach mit Dreieck zu den Favoriten hinzufügen. So, habt ihr dann die drei Outfits gefunden, dann geht einmal zu den Favoriten, dann switcht ihr einmal durch, dann geht ihr nochmal raus zu den Akteuren, dann geht ihr noch einmal auf Strandliebhaber. Oder auf irgendwas anderes, was ist ganz egal. Und wenn ihr dann seht, dass dann gemoddete Outfits kommen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn ihr jetzt seht, wie in meinem Fall, dass die Story-Charaktere dann auftauchen, dann ist es auch nicht schlimm. Dann müsst ihr einmal nochmal euren Charakter, geht der Online-Charakter einmal nochmal auswählen. Dann geht ihr nochmal kurz auf Zurück, auf Favoriten. Und dann müsst ihr noch einmal ganz kurz auf den Vogel und dann auf ein gemoddetes Outfit. Und von dort aus, geht ihr dann wieder zurück, drückt dann noch einmal auf Viereck bei den Strandliebhabern und dann müsste das eigentlich gehen und ihr seht, wir haben jetzt dann gemoddete Outfits werden uns angezeigt. Und ja, als nächstes versuchen wir uns jetzt die Maske zu freezen. Und zwar müssen wir jetzt alles aus den Favoriten rauslöschen, bis auf ein gemoddetes Outfit, was die Weihnachtsmaske hat. Und zwar löschen wir uns jetzt alles raus, ein gemoddetes Outfit lassen wir uns jetzt drin und jetzt müssen wir immer umswitchen. Und zwar drücken wir jetzt auf Kreis, gehen dann wieder auf Akteure, Strandliebhaber und dort suchen wir irgendwas aus, switchen dann ein paar Mal Viereck und ja, ihr seht jetzt am Anfang, wir bekommen irgendwelche gemoddeten Outfits, die Freezer-Maske hat sich nicht gefreezed, dann gehen wir wieder zurück auf Kreis, auf Favoriten, so dass uns das gemoddete Outfit mit der Weihnachtsmaske wieder angezeigt wird, dann gehen wir wieder auf Kreis, gehen wir wieder auf Akteure, Strandliebhaber, switchen wieder auf Viereck. Bis uns dann, das machen wir jetzt so lange, bis die Maske gefreezed ist. Ja, in manchen Fällen kann das schon halt echt lange dauern. Das kann auch mal schnell gehen, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten. Es kann aber auch schon mal 40, 45 Minuten dauern, aber es sollte auf jeden Fall klappen. Und ja, wenn eure Weihnachtsmaske sich jetzt gefreezed hat, dann könnt ihr jetzt ein x-beliebiges Outfit, halt das, was euch gefällt, könnt ihr jetzt online holen. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass da nichts dran geblacklistet ist. Das heißt, irgendwelche Weihnachtsklamotten oder Polizeisachen oder ja, so bei unsichtbaren Oberkörpern und sowas würde ich auch aufpassen. Aber ansonsten könnt ihr jetzt jedes Outfit online holen, was euch gefällt. Wer jetzt nicht weiß, wie man das jetzt online holen kann,
dann werde ich das Video auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung verlinken. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.